Rodrigo Nogueira. Ihm bleiben nur noch wenige Augenblicke, bevor er heute Abend ins Oktagon steigt. Was mich an diesem Kämpfer am meisten beeindruckt, ist, wie viel der einstecken kann und wie gut er sich zwischen den Runden erholen kann. Ich glaube, von all den Fightern in der UFC ist das einer der zähesten. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Schwergewichtsfight. Wenn wir uns das Alter beider Kämpfer anschauen, müssen wir festhalten, doch schon ein ziemlicher Unterschied. Im Hinblick auf Größe und Reichweite müssen wir festhalten, da liegen beide mehr oder weniger gleich auf. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a wrestler. Holding a professional record of 14 wins, 2 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 240 pounds. Fighting out of San Jose, California, ladies and gentlemen, he is the former UFC heavyweight champion, Cain Velasquez! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a jiu-jitsu fighter. Holding a professional record of 34 wins, 10 losses, 1 draw, and 1 no contest. He stands 63 inches tall, weighing in at 240 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Antonio Rodrigo Minotauro! And when the action begins, our referee in charge, Eve Loving. Das hier ist Eve Levine, unser Referee für diesen Kampf. Ready? Auf geht's! Kick zum Kopf, aber abgeblockt. Und der Jab. Schwerer Kick zum Körper. Nein, nein, kein guter Jab. Oh, 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 gleich ist es vorbei. Und jetzt klopft er ab. Diese großartige Submission beendet den Kampf. In diesem Kampf hat man gesehen, wie schnell das alles gehen kann. Er hat sich die Chance zur Submission konsequent erarbeitet und sie dann auch überzeugend durchgezogen. Werfen wir einen Blick auf die Wiederholung. Er kann sich hier wirklich freuen. Schöner Kampf, schöne Leistung und vor allem ein toller Sieg nach dieser Submission zum Schluss. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 40 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out, Antonio! Ladies and Gentlemen, der Sieger durch Submission.